Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was bis vor einer Weile buggy war. Und zwar haben wir hier verdunkelter Urteilsstein und diesen können wir mittlerweile erhalten. Blizzard hat da ein bisschen was gepatcht, der war wie gesagt verbuggt und konnte auf dem Live-Server nicht droppen. Wo kriegen wir den her? Und zwar sind wir einmal hier in Cortia. Und auf dem PTR war es noch so, dass alle Mobs im Riss, also sprich, wenn man in diese Rissportale reingeht mit den reparierten Rissschlüsseln, sind da ja ein Haufen andere Gegner dort und von diesen Gegnern konnte das Ganze droppen. Auf dem Live-Server hat es leider nie funktioniert und bei mir haben die Mobs im Riss das Holz zwar auch nicht gedroppt, sondern ich habe es von den Mobs bekommen, die man dementsprechend aus dem Riss rausholen muss. Es gibt nämlich drei Rare Mobs und zwar einmal Schreiender Schemen, dann Totenseelenbrüter und dann haben wir hier unten noch lautloser Seelenpirscher. Das sind die drei Gegner, die man aus dem Riss rausziehen muss. Das funktioniert folgendermaßen. Die stehen dann hier. Man kann sie zwar anklicken, aber nicht angreifen. Dann muss man ein Rissportal in der Nähe benutzen. Und zwar mit einem reparierten Rissschlüssel. Den kriegt ihr, wenn dann von Rares. Oder ihr kauft ihn dann hier einmal in der Zuflucht des Hüters. Wenn ihr Rufstufe 3 bei dem Archivar Codex seid, könnt ihr das einfach, glaube ich, für 50 von den katalogisierten Forschungseinheiten kaufen. Geht einfach rein, klickt den Typen in der Rissphase an und dann kommt er in der normalen Phase. Bei mir war es heute so, dass dieser Mob hier, Schreiender Schemen, das auf den ersten Try gedroppt hat. Bei meinem Main und beim Twink habe ich das Toy bei dem Totenseelenbrüter auf dem zweiten, also auch auf dem ersten Try am Tag gekriegt. Es scheint so, dass das Ding ziemlich gut droppt bei den Rares, ne? Oder ich hatte zweimal extremes Glück. Da dieser Rare genauso wie die anderen beiden funktioniert, vermute ich, dass es hier auch droppt. Da heute der erste Tag ist, wo es quasi gepatcht wurde von Blizzard, kann ich euch die Drop-Chancen noch nicht genau sagen und ich kann euch auch nicht zu 100% sagen, dass er es auch droppt, aber die beiden kann ich confirmen, die droppen es auf jeden Fall und wie gesagt, bei mir habe es auf den ersten drei sowohl beim Main bei dem als auch beim Twink bei dem hier bekommen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an und zwar haben wir das Teil hier, verdunkelter Urteilsstein. Hier unten steht immer noch dran, mit all the things, this was never available to players. Stimmt nicht, ich hab's ja jetzt. Und ja, dann sind es nur noch zwei Toys, die ich offen habe. Also sieht sehr, sehr gut aus mittlerweile. Und dann schauen wir uns das Ding jetzt auch mal an. Urteilsstein. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, richtet die Seele des anvisierten Gruppenmitglieds, kann nur bei kürzlich Verstorbenen verwendet werden. So, und ich habe mir schon gedacht, okay, hier, ich brauche jetzt ein Gruppenmitglied, das hops geht. Und hier oben seht ihr meinen zweiten Account, der wird sich jetzt fürs Team opfern. Schauen wir mal. Da kommt er. So, jetzt ist er hops gegangen. Ach, der ist da oben gestorben, jetzt muss ich da oben raufkommen. Ach, Mistig. Das Ding ist, ich wollte mich hier unten mit NPCs töten, hab's dreimal probiert und jedes Mal, weil hier gerade ein Quest-NPC ist, kam irgendein anderer Ali vorbei und hat mich gerettet, in Anführungszeichen. Ich dachte mir immer so, geh doch weg, ich will einfach nur sterben. Ja, aber nein, jetzt musste ich mich von der Klippe stürzen. So, da haben wir den Typen und dann können wir jetzt das Toy mal ausprobieren. Kommen wir da hoch? Ja. Also, der ist kürzlich verstorben und dann würde ich sagen, benutzen wir das mal hier. Schauen wir mal, was passiert. Wir richten den. Ah, da kommt dann so ein Schemen raus. Okay. Und jetzt? Eure Seele wurde kürzlich gerichtet. Interessant. Also mehr passiert da jetzt anscheinend nicht. Was passiert, wenn ich den jetzt retzen würde? Ne, die Seele, die bleibt da einfach. Okay, wir haben da so einen lustigen Effekt und dann ist dann quasi so ein schwarzer Schemen da. Mehr macht das Ding nicht. Oh, schaut mich das an. Das hat sich gerade gedreht, ne? Bisschen spooky. Ne, okay, anscheinend hat es doch keinen Bock auf mich. Gut, ja, das war es im Endeffekt auch schon. Wie gesagt, Dropshots kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe es zweimal beim ersten Try gekriegt, deswegen vermute ich mal, dass die relativ gut ist. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Es kann nach wie vor sein, dass ihr es auch von anderen Mobs aus der Rissphase bekommt. Das weiß ich zurzeit noch nicht. Zumindest war es anscheinend auf dem PTR der Fall. Da könnt ihr auch mal gucken. Aber wie gesagt, die Rares scheinen ja eine relativ gute Chance zu haben. Gut, ich verabschiede mich dann an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.